Unsere Krankenhäuser gehören zu den besten der Welt. Trotzdem hegen viele Menschen einen bösen Verdacht. So wie Tobias W. Er meint, Ärzte hätten seinen Vater kurz vor dessen Tod völlig unnötig operiert. Mit dem Wissen von heute sind wir davon überzeugt, dass es für diesen einen Weg auch nur einen Grund gab: Geld. Sogar unnötige Amputationen würden gemacht, weil es Kliniken finanzielle Vorteile bringe. Monika Sinner ist überzeugt, deswegen hätte sie fast ihren großen Zeh verloren. Hat er eigentlich nur gesagt, dass man halt nichts mehr für die Zehen tun kann? Angela Busch und ihre Mutter hofften und bangten, als ihr schwerkranker Vater und Ehemann einen künstlichen Darmausgang bekam. Kurz darauf verstarb er. Es ging ihm die letzten 7 Wochen nicht gut und wir haben nichts erreichen können, dass es ihm gut geht. In diesem Film brechen Ärzte ihr Schweigen. Das System dränge sie, möglichst viele Patienten in möglichst kurzer Zeit zu behandeln. Wir können den Patienten Leistungen anbieten, die nicht notwendig sind, aber mir Geld bringen. Ja, wir können das System manipulieren. Ich sehe leider oft, dass Patienten noch Eingriffe bekommen, wo man sich dann hinterher fragt, warum denn überhaupt? Das sind Auswüchse, die sind unethisch. Grüß dich. Wie geht's? Josef Ackermann leidet an Diabetes. Als eine offene Wunde an seinem Zeh nicht abheilte, hätten die Ärzte nur eine Möglichkeit gesehen. Die Sache war eigentlich relativ schnell, sehr eindeutig, der Zeh muss weg. Ich habe extra gefragt, gibt's keine Alternativen? Nein. Und dann habe ich ins Feld geworfen, ich hätte gern eine Zweitmeinung. Und so schnell konnte ich gar nicht schauen, wie ich das Krankenhaus verlassen musste. 5 Minuten später hatte ich meinen Entlassbrief auf dem Nachttisch liegen und wurde dann rauskomplimentiert. Josef Ackermann hatte Glück im Unglück. Er fand den Spezialisten Ralf Lobmann. Der wollte nicht direkt amputieren, sondern den Fuß retten. Der Befund war so, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen hier eine antibiotische Therapie. Die hat sich jetzt in den letzten Tagen bereits schon positiv bemerkbar gemacht. Die Chancen, dass Josef Ackermann seinen Zeh behalten kann, stehen inzwischen sehr gut. Er hat einen Verdacht, warum Ärzte ihm zu einer Amputation rieten. Letztendlich hat es, glaube ich, schon was mit den Finanzen zu tun. Weil eine schnelle OP, eine schnelle Heilung, dann ist der Patient wieder raus und man kann sich dem nächsten Fall zuwenden. Ralf Lobmann eilt zum nächsten Patienten. Seine Warteliste ist lang. Die Zahl der Diabeteszentren habe sich seit 1990 fast halbiert. Er und seine Kollegen sind überzeugt, Deutschland hat bei Amputationen ein massives Problem. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Hälfte der rund 40.000 Amputationen bei Menschen mit Diabetes, die jedes Jahr durchgeführt werden, vermeidbar wären. Laut Deutscher Diabetesgesellschaft liegt das Risiko eines Patienten, in einem normalen Krankenhaus amputiert zu werden, bei ca. 11%. In spezialisierten Kliniken hingegen nur bei 3,1%. Unnötige Amputationen? Warum? Das wollen wir herausbekommen. Doch Ärzte zu finden, die öffentlich über Missstände in deutschen Kliniken sprechen, ist schwer. Wir erfahren von einem weiteren Amputationsfall. Die 68-jährige Monika Sinner hatte Wunden am Fuß, die schlecht abheilten. Sie erinnert sich an ärztliche Ratschläge. Alle Zehen des rechten Fußes müssten amputiert werden. Eigentlich hat er eigentlich nur gesagt, dass man halt
nichts mehr für die Zehen tun kann und dass man sich dann damit abfinden muss. Wir wollten es nicht akzeptieren, dass das die Lösung ist und eine Amputation. Ohne den großen Zeh könnte Monika Sinne heute kaum mehr laufen. Doch ihre Schwester fand den Diabetologen Ralf Lobmann im Klinikum Stuttgart. Heute steht ein Kontrolltermin an. Der Experte für Durchblutungsstörungen am Fuß konnte die meisten Zehen der Rentnerin retten. Und eigentlich brauche ich fast gar keine Handschuhe mehr, das ist ja alles verheilt. Kommen Sie gut zurecht, Frau Sinner, im Alltag? Ja. Wie geht's denn? Autofahren geht schon wieder? Ja. 4 Wochen musste Monika Sinner im Krankenhaus bleiben. Die Behandlung war aufwendig und kostenintensiv. Inzwischen sind die Zehen verheilt. Doch warum wollten die Ärzte des ersten Krankenhauses direkt amputieren? Es war schon verwirrend, dass man gar nicht über Alternativen gesprochen hat oder welche Möglichkeiten es gibt. Es wurde ausschließlich über eine Amputation gesprochen. Das ist wirklich ganz furchtbar. Das wünsche ich niemand. Ralf Lobmann sieht immer wieder Menschen, denen zur Amputation geraten wurde. Oft kann er helfen. Er glaubt, der Fehler liege im Bezahlsystem der Kliniken. Die sogenannten Fallpauschalen belohnten an der falschen Stelle. Alles, was eher unsicher ist, wo wir lange Zeit für brauchen, um konservativ auch das Bein zu erhalten, ist im System nicht gut abgedeckt. Und gerade die Liegezeit, die aber notwendig ist, ist ein hoher Kostenfaktor. Demgegenüber steht, dass alles Operative natürlich sehr gut dotiert ist und somit sind eigentlich Fehlanreize vorprogrammiert. Dietz an der Lahn. Auch hier wird ein Arzt häufig um seine Zweitmeinung gebeten. Und auch er berichtet von schockierenden Fällen. Der Neurochirurg Michael Petermeier analysiert mit seiner Kollegin Röntgenaufnahmen einer Patientin. Immer wieder kämen Menschen zu ihm, die im Krankenhaus nicht optimal versorgt worden seien. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ich in der Praxis Patienten habe, die auch zur Zweitmeinung kommen, dem man eine zweizeitige Operation angeboten hat, möglichst in Abstand von 6 Wochen, weil dann muss sich der Nerv erholen. Nein, nach 6 Wochen kann man das als zweiten Eingriff kodieren und abrechnen. Und das sind Auswüchse, die sind unethisch. In der Orthopädie, glaubt Petermeier, reichen die Fehlanreize im Bezahlsystem der Krankenhäuser bis in die Praxen. Denn viele niedergelassene Orthopäden operieren auch in Krankenhäusern. Das ist klar ein Systemfehler. Es werden falsche Anreize gesetzt. Die konservative Therapie wird sehr schlecht vergütet, wird derart schlecht vergütet, wenn wir sie überhaupt anbieten können, dass man mit dem, was man im Bereich der Kassenmedizin verdient, gerade mal so seine Praxisunkosten tragen kann. Susanne Rücker-Klapper meint, ein Opfer dieser falschen Anreize zu sein. Vor 9 Jahren operierte sie ein Arzt an der Bandscheibe. Seitdem ist sie zu 60% schwer und gehbehindert. Die Finger sind wie steif jetzt in dem Moment. Manchmal geht das so, passiert das halt eben. Dann gehen die auch nicht krumm. Dann dauert es einen Moment und dann geht es wieder wie jetzt. Dann lässt es wieder locker. Das sind manchmal so Anstalten. Ich kann es nicht steuern, das kommt halt eben so. Nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule konnte sich Susanne Rücker-Klapper nur noch eingeschränkt bewegen. Die Diagnose ihres Arztes schien ihr damals eindeutig. Und dann hat er gesagt, ja, sofort operieren, sonst könnte Querschnittslähmung ab Hals passieren. Dann ist die OP gemacht worden und ja, am nächsten Morgen oder in der Nacht war halt eben alles anders. Ich sollte die Füße bewegen und die Hände bewegen und es ging nichts. Nach der OP hatte sich ein Ödem gebildet. Das drückte auf das Rückenmark und verursachte die Lähmungen. Über 3 Wochen saß die Verwaltungsangestellte im Rollstuhl. 1 Jahr lang war sie arbeitsunfähig. Susanne Rücker-Klapper klagte gegen ihren Arzt.
Dass die Operation nicht nach Plan verlaufen war, stand für sie außer Frage. Dass sie jedoch gar nicht hätte operiert werden müssen, erfuhr sie erst durch ein Gutachten für den Prozess gegen den Arzt. Klar bin ich wütend darauf, dass er mir mein Leben genommen hat, teilweise, auch heute noch. Ja, also das war, man geht dahin, gesund, und kommt raus und ist krank, wirklich schwer krank. Kein Geld der Welt kann das wieder gut machen, was da ist. Vor Gericht handelten ihre Anwälte eine 6-stellige Entschädigung für sie aus. Susanne Rücker-Klapper hat ständig Schmerzen. Sie leidet unter Depressionen und Erschöpfung. Heute muss die 58-Jährige wieder einmal zum Arzt. Wollen Sie Platz nehmen? Ja. So, erzählen Sie, hat sich irgendwas geändert an Ihrer Symptomatik? Körperlich geht's einigermaßen, Beine, aber die linke Hand macht mir vermehrt Probleme. Michael Peter Meyer testet die Reflexe und das Schmerzempfinden. Zu Operationen rät er seinen Patienten und Patientinnen nur, wenn es keine Alternativen gibt. Die Angst, die ihr vorher gemacht wurde, eine falsche Bewegung und sitzt im Rollstuhl, das erleben wir leider immer wieder, das war nicht gerechtfertigt. Frau Rücker-Klapper, Ihr Hauptproblem ist im Moment der eingeklemmte Nerv hier. Mhm. Wir können wirklich Entwarnung geben, das kommt nicht von der Narbe im Rückenmark. Peter Meyer will die Schmerzen erst einmal weiter beobachten. Den Trend, schnell Operationen zu empfehlen, macht er nicht mit. Doch das System fördere dieses Verhalten. Ist das einer der Gründe, dass Ärzte seit Jahren immer öfter operieren? Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung stieg die Zahl der Operationen an Wirbelsäulen zwischen 2007 und 2015 um 71%. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Bei der Patientin ist eine Operation erfolgt, ohne dass es dafür einen Grund gab. Das ist im Gutachten ganz klar gesagt worden, es gab keine Indikation für diesen Eingriff. Und da muss man sich fragen, warum ist diese Patientin dann überhaupt operiert worden? Und die einzige Antwort, die mir dazu einfällt, das sind monetäre Gründe. Immer mehr Ärzte warnen vor den Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem. Berlin, 6 Uhr morgens vor dem Bettenhochhaus der Charité. Die jungen Menschen sind Mediziner aus Leidenschaft, die jedoch zunehmend an ihrer Arbeit verzweifeln. Moin moin, kennt ihr schon Bunte Kittel? Eine Kampagne für mehr Menschlichkeit im Gesundheitswesen. Einfach mal mitnehmen, reingucken. Mit ihrer Aktion wollen die Ärzte und Ärztinnen neue Mitstreiter finden. Das Markenzeichen ihres Protestes, eingefärbte Kittel. Lukas Bräunig hatte immer davon geträumt, in einem Krankenhaus zu arbeiten. Nach fast 4 Jahren als Assistenzarzt ist er ernüchtert. In seinem Job gehe es inzwischen zu sehr darum, Umsatz zu machen. Durch das System der Fallpauschalen gibt es für einen Patienten, eine Patientin einen Betrag pro Krankenhausaufenthalt. Und mit dem muss das Krankenhaus wirtschaften. Das heißt, es gibt einen Anreiz für Krankenhäuser, in dieser kurzen Zeit möglichst viele gut vergütbare Untersuchungen durchzuführen, operative Untersuchungen, Interventionen, Operationen und den Patienten dann zeitnah wieder zu entlassen. Je länger der Patient bleibt, desto schlechter fürs Krankenhaus. Je mehr wir mit dem Patienten sprechen, desto schlechter fürs Krankenhaus. Denn die Zeit, meine Arbeitszeit, die ich mit dem Patienten sprechend verbringe, wird im Krankenhaus nicht bezahlt. Das Fallpauschalensystem, auch DRG, Diagnosis Related Groups genannt, wurde 2003 eingeführt, um Kosten zu begrenzen und um mehr Transparenz zu schaffen. Seitdem bekommen die Krankenhäuser pro Patient und Behandlung immer eine feste Summe. Die Amputation am Fuß bringt zum Beispiel bis zu 8.400 Euro. Eine Wirbelkörperversteifung lässt sich mit rund 12.000 Euro abrechnen. Wow, wow. 24-Stunden-Schichten, Kostendruck, ein immer schnelleres Abfertigen der Patienten und Patientinnen. Das erlebt auch Oberärztin Henny Bergs. Dass sie einmal wegen des wirtschaftlichen Drucks in Kliniken Flugblätter verteilen würde, damit hätte sie nicht gerechnet. Wir sind ja alles noch recht junge Ärzte und Pflegekräfte und Therapeutinnen. Und wir möchten den Ruf eigentlich unser Leben lang ausüben, wenn möglich.
Aber unter den aktuellen Bedingungen wird es immer schwieriger, das durchzuhalten. Und wir möchten nicht, dass auch viele weitere Berufsgruppen immer weiter abwandern von diesem Beruf, der eigentlich so schön ist. Das DRK-Krankenhaus im Berliner Westend. Hendrike Bergs ist mit Chefarzt Andreas Sturm auf Morgenvisite. Auch er protestiert mit dem bunten Kittel gegen die aus seiner Sicht verheerenden Folgen des Abrechnungssystems. An dem System der Fallkostenpauschale gibt es vieles zu kritisieren. Ich kann an bestimmten Faktoren bestimmte Eingriffe machen, die mir Geld bringen. Ich kann letztendlich eine Magenspiegelung mit einem bestimmten Eingriff machen, wo ich weiß, da kriege ich 3.000 Euro für in bestimmten Kombinationen. Ja, wir können die Systeme manipulieren, wir können den Patienten Leistungen anbieten, die nicht notwendig sind, aber mir Geld bringen. Ja, wir können das System manipulieren, auch einfach. Aber das sind halt die ethischen Sachen, wo wir versuchen müssen, diesem Drang, Geld zu verdienen, nicht nachzukommen. Studien belegen, dass viele Chefärzte von ihren Geschäftsführungen Umsatzziele bekommen. Je schneller sie Patienten entlassen und je weniger Zeit sie mit ihnen verbringen, desto besser für die Bilanz des Krankenhauses. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Professor Sturm ist mein Name. Guten Tag. Mein Name ist Sturm. Ihr rosa Hemd gefällt mir ganz besonders gut. Dankeschön, danke, danke. Sie sehen, die anderen haben das auch sehr an. Fröhlich, ja. Wir tragen das als Protestaktion letztendlich. Wir haben das gesehen, um zu einer besseren Versorgung eben für unsere Patienten zu kämpfen. Mir aus der Seele, ja. Sehen Sie, und wir wollen die jetzige Generation, die neue Generation, die will noch mal neu kämpfen. Das wird allerhöchste Zeit, ja. Danke für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Ja, danke. Andreas Sturm leitet die internistische Abteilung der DRK-Klinik. Er möchte nicht, dass der Umsatzdruck seine Mitarbeiter belastet. Doch neben der Versorgung der Patienten müssen auch die jungen Ärzte und Ärztinnen direkt lernen, wirtschaftlich zu denken. In unserem Fall ist es so, also hier bei uns in der Klinik, dass unser Chef da relativ transparent mitarbeitet, also eigentlich schon gleich, sage ich mal, zweite Chefarztvisite einem erklärt, wie das funktioniert, was wie bezahlt wird, was günstig ist für die Abteilung, was nicht so günstig ist für die Abteilung. Zu jeder Visite gehört ein Computer. Auf dem Bildschirm sehen die Ärzte die Erkrankungen der Patienten und welche Kosten die Behandlung bislang verursacht hat. Hier unten sind die Eingriffe, die wir mit den Patienten gemacht haben. Dieses zusammen, die Diagnosen und die Eingriffe zusammen, führen zu einer DRG, der Fallkostenpauschale. Das gibt unseren Erlös von 10.167 für die Patientin. Hier kann ich letztendlich erkennen in diesem System, wo wir uns in der Gesamtheit befinden. Die Patientin war 37 Tage bei uns. Im Bundesdurchschnitt liegt so ein Patient 17,4 Tage. Und die obere Grenzverweildauer, das heißt die maximale Zeit, bis der die Krankenkasse Geld zahlt, ist 33 Tage. Wir befinden uns also jetzt letztendlich schon in einem Bereich, wo der Patient kein Geld mehr für uns bringt, sondern kostet. Selten sprechen Ärzte so offen über die Fallpauschalen. Doch Chefarzt Andreas Sturm fürchtet, die finanziellen Anreize könnten falsche Behandlungen begünstigen. Ich persönlich habe das Glück, dass ich in einem nicht kommerziellen Haus arbeite. Ich bin durchaus in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Nichtsdestotrotz, am Ende des Monats bekomme ich als Chefarzt die Rechnung und ich bekomme klar gesagt, wie ich meine Fälle steuern muss. Und das ist ein Teil meiner Aufgabe, Untersuchungen letztendlich so zu planen, Patienten so an mich zu ziehen, dass ich einen ausgeglichenen Haushalt habe. Denn die Menschen, die Pflege, die Ärzte, die Medikamente, die Geräte müssen bezahlt werden. Susanne Jona leitet den Marburger Bund, die Vertretung der Krankenhausärzte. Immer wieder hört sie Klagen über die Fallpauschalen. Wir haben das Fallpauschalensystem schon kritisch gesehen, als das eingeführt wurde 2003, weil man durchaus sehen konnte, dass das möglicherweise zu Fehlanreizen kommen würde. Und leider sind diese Nebenwirkungen auch eingetreten. Die Ärztekammer Berlin hat vor einiger Zeit geschrieben, wenn das Fallpauschalensystem ein Medikament wäre, hätten wir es längst vom Markt genommen, weil ganz viele Nebenwirkungen eingetroffen sind und wenige Wirkungen. Der Marburger Bund fordert, man dürfe die Finanzierung der Krankenhäuser nicht länger nur über Fallpauschalen regeln. Die Bundesländer sollten aktiv entscheiden, wo welche Art von Klinik gebraucht werde und für eine entsprechende Finanzierung sorgen. Ja.
Susanne Jona empfängt die Gesundheitsforscher Heinz Nägler und Karl-Heinz Wehkamp, die die Folgen der Fallpauschalen untersucht haben. Früher war es eine ärztliche Tugend, auch zuwarten zu können, zu beobachten. Das geht verloren. Und folglich ist auch durch den Beschleunigungsdruck die Medizin aggressiver geworden. Da sagen uns dann auch viele Ärzte, die Medizin wird härter, sie wird teilweise unbarmherzig. Wir haben den Kontakt zu den Patienten verloren. Kann es sein, dass unser Gesundheitssystem gezielt eine Medizin fördert, die viele Ärzte als unmenschlich empfinden? Das Gesundheitsministerium lehnt eine Interviewanfrage zu dem Thema ab. Schriftlich teilt man mit, das bestehende Fallpauschalensystem habe viele Vorteile und sollte auch bei einer Weiterentwicklung beibehalten werden. Doch laut einer Studie des Marburger Bundes verursacht das System bei Ärzten und Ärztinnen so großen Stress und Gewissensnöte, dass sogar jeder Fünfte darüber nachdenkt, den Beruf zu wechseln. Katrin Sander hat ihre Laufbahn als Krankenhausärztin aufgegeben. Vor 3 Jahren kündigte die Fachärztin für Innere Medizin und begann als angestellte Hausärztin in einer Praxis noch einmal von vorne. Es ist mir sehr schwer gefallen, über diese Dinge im Krankenhaus hier öffentlich zu reden. Vor allem deshalb, weil es ja auch bedeutet, dass man seine eigene Schwäche zugibt. Und das fällt uns Ärzten, glaube ich, allgemein nicht so leicht. Ich denke, das ist auch mit der Grund, warum so wenig Widerstand bisher stattgefunden hat gegen die Zustände, die das Fallpauschalensystem in den Kliniken verursacht. Sander war in einer kleinen Klinik tätig. Kleine Krankenhäuser könnten ihr Geld nicht mit spezialisierten Operationen verdienen. Um zu überleben, bräuchten sie möglichst viele Patienten. Fälle, die für große Häuser finanziell nicht attraktiv seien, würden in die kleinen Kliniken weiterverlegt, oft auch nachts. Für die kleinen Krankenhäuser gilt es, je mehr, desto besser. Und deswegen müssen auch in der Nacht Patienten aufgenommen werden. Letzten Endes ist das, was in der Nacht in so kleinen Häusern passiert, wie so eine Art nächtlicher Verschiebebahnhof. Die Sorge, die hinter allem steht, ist, dass das Krankenhaus dicht machen muss. Offizielle Statistiken zu nächtlichen Verlegungen existieren in Deutschland nicht. Sander vermutet, es sind viele. Immer wieder hätten große Kliniken nachts finanziell unattraktive Patienten zu ihr geschickt. Auch solche, die eigentlich nicht mehr hätten verlegt werden dürfen. Besonders schockierend fand ich es, als ein Patient in der Nacht zu uns verlegt wurde. Und als er von den Rettungssanitätern durch den Eingang geschoben wurde, war er bereits tot. Einen sterbenden Patienten noch zu verlegen, das zeige, wie unmenschlich das System inzwischen sei. Es ist einfach bitter zu sehen, dass dieser Patient einfach die letzten Stunden seines Lebens keinen Beistand hatte und nicht gesehen wurde. Nur dadurch kann es passieren, dass es zu so einer Verlegung noch kommt, dass auf den Patienten nicht geachtet worden ist. Klar kann so etwas mal passieren, aber diese Situationen haben sich einfach in den letzten Jahren zunehmend gehäuft. Irgendwann war Katrin Sander am Ende ihrer Kräfte. Sie kündigte. Manchmal vermisse sie die Arbeit im Krankenhaus. Doch dafür könne sie sich nun jedem Patienten angemessen widmen. Witten im Ruhrgebiet. Vor allem ältere Menschen scheinen durch das System der Fallpauschalen unnötige Qualen zu erleiden. Monika Klingenhagen und ihre Tochter Angela Busch erheben schwere Vorwürfe gegen ein Krankenhaus. Vor 10 Tagen ist ihr Ehemann und Vater gestorben. Nur 2 Tage zuvor war er hier aus dem Marienhospital entlassen worden. An dem Gebäude vorbeizugehen, fällt den beiden schwer. Es ist kein schönes Gefühl, weil ich weiß oder für mich vermute, dass mein Mann dann nicht gerecht geworden ist. Mich macht das sehr wütend, wenn ich an dem Krankenhaus vorbeigehe und auch sehr, sehr traurig. Noch konnten die beiden Frauen kaum verarbeiten, was mit Arnold Klingenhagen im Krankenhaus geschehen ist.
In den letzten Jahren war er mehrfach am Herzen operiert worden. Diesmal war es etwas anderes. Mein Mann ist ins Krankenhaus gekommen, weil er über so Bauchschmerzen klagte, die zum Abend hin schlimmer wurden. Dann hat man ihn im Krankenhaus behalten und hat mir dann nach ein paar Tagen gesagt, also ich brauchte mir keine Sorgen machen. Er habe eine Darmentzündung. Wegen der Corona-Situation konnten sie den 75-Jährigen nicht besuchen. Immer wieder hätten sie telefonisch versucht, etwas über seinen Zustand zu erfahren. Dann habe ich nächsten Tag angerufen. Ich sage, wie geht's meinem Mann denn heute? Ja, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Die Operation hat er ja ganz gut überstanden. Und dann war ich von allen Geistern. Ich sage, was für eine Operation? Ja, ihr Mann ist doch gestern operiert worden. Ja, ich sag, wie, mein Mann ist operiert worden, da hat mir kein Mensch was von gesagt. Arnold Klingenhagen bekam einen künstlichen Darmausgang. Das hätte er nicht gewollt, erzählen Mutter und Tochter. Genauso wenig wie eine Therapie um jeden Preis. Dazu litt er an Demenz. Sie sagen, laut einer Vollmacht, die der Klinik vorgelegen habe, hätten die Angehörigen vor jeder OP gefragt werden müssen. Auch sein Geisteszustand sei in der Klinik bekannt gewesen. Was mich unheimlich wütend macht, ist dieser Satz hier. Die Anamnese gestaltete sich erschwert bei beginnender Demenz. Doch im Entlassbrief heißt es dann: Nach der entsprechenden Vorbereitung und Aufklärung konnte die oben genannte Operation durchgeführt werden. Aber aufgeklärt haben sie uns nicht. Ich weiß nicht, wen sie aufgeklärt haben, aber uns nicht. Ein schwerer Vorwurf. Denn ohne wirksame Einwilligung gilt eine Operation als Körperverletzung. Während es Arnold Klingenhagen im Krankenhaus immer schlechter geht, glauben seine Frau und Tochter, er sei auf dem Weg der Besserung. 2 Tage nach seiner Entlassung stirbt er. Ja, so wie hier, so war einer. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gewissen meinem Vater gegenüber, weil er immer gesagt hat, ja, wir machen die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Euch kann ich vertrauen, dass es mir immer gut geht. Nein, konnte er nicht. Es ging ihm die letzten 7 Wochen nicht gut und wir haben nichts erreichen können, dass es ihm gut geht, weil wir belogen wurden einfach. Die Klingenhagens fühlen sich nicht ausreichend informiert und haben einen Anwalt eingeschaltet, weil die erste Operation ohne Einwilligung geschehen sei. Die beiden hätten sich gewünscht, dass Arnold Klingenhagen seine letzten Wochen friedlich zu Hause verbringt. Sie haben eine Vermutung, was dahinter steckt. Geld. Also Geld spielt da die Rolle. OPs bringt das meiste Geld. Die kriegen auch Druck, klar, von der Leitung. Da springen die alle mit aufs gleiche Pferd. Ein schlimmer Verdacht. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Klinik. Zum laufenden Verfahren wollen sich weder die Staatsanwaltschaft noch das Krankenhaus äußern. Die Fälle, in denen alte Menschen an ihrem Lebensende überversorgt werden, scheinen sich zu häufen. Auch gegen andere Kliniken erheben Angehörige ähnlich harte Vorwürfe. Tobias W. vermutet, dass sein Vater zu Tode behandelt wurde. Um seinen Prostatakrebs zu therapieren, geht der 70-Jährige in die Uniklinik nach Mannheim. 2 Monate später ist er tot. Seine Nachrichten aus dem Krankenhaus dokumentieren, wie sich sein Zustand immer weiter verschlechterte. Ich bin auf der Wartestation. Leider habe ich wieder Wasser in der Lunge gehabt. Im Krankenhaus sammelt sich Wasser in der Lunge von Darius W. Daraufhin raten die Ärzte zu verschiedenen Operationen. Zuerst am Herzen, dann an der Wirbelsäule. Der Zustand von Darius W. verschlechtert sich immer weiter. Nach der Wirbelsäulen-OP klagt er über Lähmungen und taube Beine. Musik.
Wenn mein Vater gewusst hätte, dass für diese OP ein Risiko besteht in einem Querschnitt und wir hätten das auch gewusst, dann hätte es diese OP nicht gegeben. Die hätte es nicht gegeben. Wenn es die OP nicht gegeben hätte, hätte es keinen Umsatz gegeben. Und das ist die Motivlage, die wir mit dem Wissen von heute dahinter zumindest vermuten. Es gibt an keiner Stelle in der Krankenakte eine Unterlage, die die Unterschrift meines Vaters trägt und mit der er in die Eingriffe an ihm eingewilligt hätte. Er war sozusagen freiwillig in dieser Klinik. Durch das lange Liegen bildet sich am Rücken von Darius W. ein großes Druckgeschwür, oft ein Zeichen mangelnder Pflege. Und am Ende ist mein Vater bei lebendigem Leib verfault. Der Bestatter hat entsprechende Fotomotive auch aufgenommen und hat gesagt, sowas hat er in seiner langen Tätigkeit als Bestatter noch nie gesehen. In dieses Loch im Körper hat eine Faust reingepasst. Laut Totenschein war das Druckgeschwür neben einem Multiorganversagen durch die Krebserkrankung die Todesursache. Tobias W. meint, die Ärzte hätten den schnellen Tod seines Vaters mitverschuldet. Ihnen sei der Umsatz wichtiger gewesen als der Mensch. Deshalb sage ich Fabrik, weil im Grunde ist er auf einem Fließband durch dieses Krankenhaus gefahren worden. Von Intensivstation zur Stroke Unit, von der Stroke Unit in den OP zu den Neurochirurgen für eine Wirbelsäulenoperation, die besser gar nicht durchgeführt worden wäre. Nach der OP auf die Station der Neurochirurgen in sein Zimmer, als er dort Probleme hatte, in den Keller, in den Aufwachraum. Tage später aus dem Aufwachraum wieder raus, aus dem Keller auf eine neurochirurgische Intensivstation. Tobias W. fordert, dass Ärzte mit ihren Patienten alle Möglichkeiten der Behandlung besprechen. Auch die letzten Monate zu Hause zu verbringen, ohne Operationen. Das sei bei seinem Vater nicht geschehen. Es gab nur, bleiben Sie im Hamsterrad, lassen Sie das machen, es hat kein Risiko, machen, machen, machen. Und am Ende, mit dem Wissen von heute, sind wir davon überzeugt, dass es für diesen einen Weg auch nur einen Grund gab. Geld. Als die Ärzte die für die Entwässerung der Lungen notwendigen Schläuche ziehen wollen, lässt Tobias W. seinen Vater in ein anderes Krankenhaus verlegen. Dort stirbt Darius W. 7 Wochen später. Immer mehr alte Menschen sterben nicht zu Hause, sondern auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Die Gesamtzahl der auf der Intensivstation Verstorbenen blieb zwischen 2007 und 2015 recht stabil. In der Altersgruppe ab 64 Jahren stieg sie jedoch stark an und wuchs dreimal so schnell wie die der gesamten Krankenhaustodesfälle. Tobias W. ist auf dem Weg zu einer Kanzlei in Neckargemünd. Er hat das Krankenhaus, in dem sein Vater behandelt wurde, verklagt. Der 38-Jährige will mit seinen Anwälten über den Stand des Verfahrens sprechen. Thomas Lamadé und Christian Laue sind auf Patientenrecht spezialisiert. Auch sie beobachten, dass es bei der medizinischen Versorgung immer öfter ums Geld geht. Die Anwälte haben ein umfangreiches Gutachten zu der Behandlung von Darius W. erstellen lassen. Sie sehen viele Punkte, in denen in dem Krankenhaus mutmaßlich strafbar gehandelt wurde. Wir haben 6 Fälle der Körperverletzung, der gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Jeweils war es so, dass körperliche Eingriffe vorgenommen wurden, ohne dass aufgeklärt und eingewilligt wurde. Dann haben wir einen versuchten Totschlag durch die Ärztin, die die Behandlung beenden wollte. Und dann schließlich eine fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung in Bezug auf diesen Dekubitus. Warum man Darius W. mutmaßlich schlecht gepflegt hat und die vielen Eingriffe an ihm vorgenommen wurden, liegt für die Anwälte auf der Hand. Die Pfleger seien überlastet, die Ärzte im Dauerstress. Jeder macht Fehler, das ist ganz normal. Wenn allerdings dann der ökonomische Druck zunimmt, wenn man schneller arbeiten muss, wenn man sich nicht mehr so viel Zeit nehmen kann, dann häufen sich natürlich die Fehler.
Das Krankenhaus, in dem Tobias Vater behandelt wurde, möchte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Es handele sich um ein laufendes Verfahren. Und auch die Staatsanwaltschaft lehnt eine Stellungnahme ab. Witten im Ruhrgebiet. Hier praktiziert der Facharzt für Notfall- und Palliativmedizin Matthias Töns. Er hat die Krankenakte von Darius W. analysiert und für das Gericht ein Gutachten geschrieben. Also ich habe natürlich zunächst mal gedacht, das kann doch alles gar nicht sein. Aus dem ganz zu erwartenden Herzversagen hat man ja einen Herzinfarkt gemacht, ohne dass man dazu Anhaltspunkte hatte. Dann hat er einen Herzkatheter bekommen, dabei hat er einen Schlaganfall bekommen. Dann hat man der Familie gesagt, es wäre kein Schlaganfall, sondern es wäre eine Störung durch die Metastase, hat man die Metastasen operiert. Die ganze Zeit hat man nicht darauf geachtet, dass der Mann sich durchliegt. Und dann ist er letztlich an seinem Druckgeschwür verstorben. Also so einen gruseligen Verlauf habe ich selten. Der Palliativmediziner erzählt von zahlreichen Fällen, in denen alte, Schwerkranke operativ behandelt worden seien, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten war. Der Fall von Darius W. sei zwar extrem, aber beispielhaft. Also ich sehe leider oft, dass Patienten noch Eingriffe bekommen, wo man sich dann hinterher fragt, warum denn überhaupt? Und da frage ich mich natürlich sehr oft schon, warum macht man eigentlich diese Eingriffe in Kliniken? Und ich fürchte, es liegt hier und da am Geld. Matthias Töns beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema Beatmung. Nicht erst seit Corona. Er beobachtet eine beängstigende Entwicklung. In der klinischen Medizin wird praktisch nicht so gut bezahlt wie längere Beatmung. Und wir sehen eben, dass die Anzahl an Beatmung und die Länge der Beatmung kontinuierlich in den letzten Jahrzehnten steigt, insbesondere seit Krankenhäuser eben wirtschaftlich orientiert arbeiten müssen. Tübingen. Auf der internistischen Intensivstation der Universitätsklinik werden zurzeit 8 Patienten beatmet. Der leitende Oberarzt Reimer Riesen muss ständig entscheiden, ob lebenserhaltende Maßnahmen für seine Patienten weiter vertretbar sind oder ob es besser wäre, dass sie friedlich sterben. Mit einem Kollegen überprüft er den Zustand eines Patienten, der beatmet wird. Okay, und die Herzfrequenz ist weiterhin schön niedrig. Das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Ich glaube, er hat eine gute Chance, dass er wieder zu sich kommt hier. Patienten zu beatmen, bringt den Krankenhäusern viel Geld ein. Die Bezahlung ist je nach Krankheit zeitlich gestaffelt. So bekommt die Klinik unter Umständen ab der 250. oder der 1000. Stunde tausende Euro mehr. Kritiker meinen, das System könne Kliniken verleiten, leichtfertiger und länger zu beatmen. Aus Profitinteressen operieren oder weiter beatmen. Für Reimer Riesen unvorstellbar. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich in meinen Therapieentscheidungen nicht beeinflusst werde von diesen wirtschaftlichen Erwägungen. Aber das System hat einen gewissen Fehlanreiz, dass längere Beatmungsdauern dann auch besser bezahlt werden. Na, unser Qualitätsziel ist, möglichst kurz beatmen. Und da entscheiden wir uns für die Qualität. Und das ist hier auch möglich. Reimer Riesen sagt, dass er auf seiner Station das Computerprogramm nicht nutzt, das anzeigt, was die Behandlung und der Einsatz von Geräten einbringt. Wenn der Oberarzt zu einem Patienten geht, wisse er nicht, wie viel Umsatz er bereits erwirtschaftet hat. Für den Arzt ist das wichtig, denn der ständige Blick auf den Umsatz sei gefährlich. Wenn man so Rückmeldung kriegen würde nach dem Motto, da hast du nicht aufgepasst, hättest du noch 1 Stunde länger beatmet, dann hätten wir 3000 Euro mehr bekommen. Das sind Rückmeldungen, die ich nicht bekommen möchte. Also ich möchte da nicht von beeinflusst werden. Es muss sich insgesamt rausmitteln, das Ganze. Wir möchten eigentlich ein Abrechnungssystem haben, was die Leistung, die hier erbracht wird, adäquat vergütet. Und diese Art von Leistung ist nicht dazu da, dass wir hier Profit machen. Reimer Riesen und sein Kollege sind auf dem Weg zu einem todkranken Patienten. Die Ärzte müssen demnächst wahrscheinlich mit der Familie besprechen, ob sie noch weiter beatmen. Haben wir mit Angehörigen, hast du auch schon? Hast du schon erreicht? Schon erreicht, die wissen alles Bescheid. Sind die sehr geschockt oder? Sie war jetzt eher gefasst. In der Tübinger Intensivstation sind zurzeit 13 von 14 Betten belegt. Viele Kliniken sind oft bis zum Anschlag ausgelastet, auch ohne Corona-Patienten.
Gemeinsam mit anderen Intensivmedizinern hat Reimer Riesen Vorschläge gemacht, wie Krankenhäuser besser und vor allem menschlicher werden könnten. Ihr Papier findet bundesweit Beachtung. Die Mediziner fordern, den Einfluss der Fallpauschalen auf den Klinikalltag abzuschaffen. Kliniken sollten das Geld für die Gehälter der Pfleger und Ärzte unabhängig von Operationen bekommen. So wie die Feuerwehr, die ja auch bezahlt werde, wenn es mal nicht brennt. Der einzelne Arzt könnte dann wirklich noch unabhängiger entscheiden, ist es eher eine kostengünstige Therapie, die für den Patienten das Richtige ist, oder ist eine aufwendige Therapie notwendig hier, um den Patienten adäquat zu behandeln. Und der Druck, immer dieses Maximum an Patienten in der Klinik zu haben, würde sinken. Oberärztin Henny Bergs und ihr Kollege Michel de Rocco von den bunten Kitteln gehen noch einen Schritt weiter. Sie wollen das Fallpauschalensystem komplett abschaffen und fordern dafür die Hilfe der Politik. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Lukas Bräunig warten sie auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Roy Kühne. Die drei Mediziner wollen dem Politiker ihre Erfahrungen mitteilen. Da ist natürlich die Gelegenheit, mit so einem Politiker aus der CDU auch noch und dann, der auch schon so lange im Bundestag sitzt, zu sprechen und zu hören, was er zu unseren Themen zu sagen hat und wie er und seine Partei in der Zukunft mit dem Thema umgehen wollen, wahnsinnig spannend für uns. Na, wir reden ja viel mit Verbündeten und es ist das eine, immer mit Leuten zu reden, die genau das Gleiche denken und vielleicht auch mal ganz spannend, eine andere Seite zu hören und auch Widerspruch zu hören. Roy Kühne ist in der CDU einer der wenigen Abgeordneten, der sich öffentlich kritisch über das Fallpauschalensystem äußert. Hallo. Hallo. Schönen Dank für den Zeitpunkt. Machen wir so. Genau, dann sind wir sicher. Tag, Herr Dr. Kühne. Grüße Sie herzlich. Hallo. Grüße Sie herzlich. Für Sie soll der Patient im Mittelpunkt stehen, halte ich für wichtig. Und deshalb denke ich, es ist ganz gut, wenn es eine Stimme mehr gibt, die Politik darauf hinweisen möchte. Kümmert euch besser um den Patienten und wir wollen unser Gutes dazu beitragen. Ich muss sagen, jeden Tag versuche ich da Schadensbegrenzung zu leisten. Jeden Tag komme ich nach Hause auch mit einem teilweise unguten Gefühl, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich meinen Patienten so gerecht werden konnte, wie wir Medizin strukturieren und wir Medizin leisten. Wir wissen jetzt, dass es auf die Art und Weise nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und da muss man als Politiker, wenn man den Umstand dort sieht, einfach agieren und dann logischerweise verändern. Da haben Sie und Ihre Partei einen Vorschlag, wie man sozusagen diese Kehrtwende gut möglich wieder schaffen kann? Dieses Profitgier, das ist natürlich ein Punkt, dem ich auch sage, nein, will ich nicht. Wir müssen gucken, dass wir Krankenhäuser wirtschaftlich in Deutschland gestalten, aber primär muss der Patient im Mittelpunkt stehen. Ehrlich zu sein, ist das die größte Floskel, die wir im Krankenhaus verwenden. In jedem Krankenhaus hängt in der Lobby ein Leitbild und da steht, der Mensch ist im Mittelgrund. Und trotzdem erleben wir im Krankenhaus jeden Tag, dass dem unter diesem wirtschaftlichen Druck nicht immer Rechnung getragen werden kann. Und meine Forderung, unsere Forderung an die Politik ist, dass wir dieses Floskelhafte ablegen. Und wir fordern von Ihnen als Gesundheitspolitiker, dass wenn Sie sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, dass wir es dann auch wirklich verfolgen und das nicht mehr als Floskel verwenden. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und ich lade Sie herzlich ein, da mitzumachen, mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen und dann auch die Verantwortung mitzutragen. Ob Kühne in seiner Partei eine Mehrheit findet, bleibt fraglich. Bislang hat die CDU wirtschaftliche Anreize im Gesundheitssystem stets befürwortet. Doch der niedersächsische Politiker ist optimistisch. Ich glaube, dass in der nächsten Legislatur definitiv in dem Bereich was gemacht werden muss. Die Fallpauschale, das sehen wir auch in anderen Ländern, wird hinterfragt, wird kritisch hinterfragt. Das ist gut so. Meine Aufgabe ist, das auch innerhalb der CDU-CSU-Fraktion mit nach vorne zu treiben. Wir wollen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Für die bunten Kittel ist eins klar. Der Druck auf Ärzte, Rendite für Krankenhäuser zu machen, darf so nicht weitergehen. Die Vorstellung, dass ökonomische Anreize die Qualität im Krankenhaus verbessern, die teilen wir eben nicht so. Also da sind wir endgültig dann doch nicht zusammengekommen, weil wir sehen, dass sich da was fundamentaler ändern muss. Man muss auch echte, ernste Änderungsvorschläge bringen. Und wenn das so käme, dass eigentlich alle Parteien ernsthaft gemeinte Änderungsvorschläge einbringen würden in den Wahlkampf, dann hätten wir schon viel erreicht, weil unsere Themen überhaupt erst mal auf die Agenda gekommen sind. Operieren für den Umsatz. Letztendlich will das keiner. Nach der Corona-Pandemie könnten Deutschlands Krankenhäuser neu starten. Der Druck auf die Politiker steigt.